Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil Top Agents Geschichte, die Macht der Kristalle. Mal sehen, was passiert. Hallo, Herr Playmobil Präsident, was ist denn so Wichtiges? Hören Sie gut zu, Polizeichef Hansen. Wir, die Regierung von Playmo City, haben einen nennenswerten Fund gemacht. Ein Energiekristall. Aha, was soll das sein? Das wissen wir selber nicht so genau. Es scheint ein Überbleibsel einer verlorenen Zivilisation zu sein. Unsere Forscher haben allerdings herausgefunden, dass der Kristall eine mysteriöse Energie in sich trägt. Und es gibt anscheinend noch mehr von ihnen. Aha, aha. Gibt es Grund zur Sorge? Bislang nicht. Wir wissen außerdem, dass die Energie der Kristalle mit bestimmten Plasmakanonen reagiert. So wie zum Beispiel der von den Top Agents. Na dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Die Agents spielen ja auf unserer Seite. Ja, zum Glück. Ich möchte Sie dennoch bitten, aufmerksam zu sein. Selbstverständlich, Herr Präsident. Danke für die Information. Aha, Kristalle mit einer mysteriösen Energie. Die könnte ich sicher für meine teuflischen Zwecke nutzen. Und die einzigen, die mir im Weg stehen, sind die Top Agents mit ihrer Plasmakanone. Aber da habe ich schon eine Idee. Ich werde meinen versteckten Spion aktivieren und mich dann auf die Suche nach den übrigen Kristallen machen. Und Tech, wie kommst du voran? Brauchst du noch lange? Nein, ich müsste gleich fertig sein. Ich starte meinen Testlauf. Ah ja, super. Wollen wir mal hoffen, dass sie auch noch runtergeht? Dann wäre ich heute fertig. Alles klar, Tagesarbeit wäre geschafft. Feierabendteam, ab ins Bett. Two-Face, mein unerkannter Spion, offenbare deine wahre Natur. Wie kann ich dienen, Meister? Hör gut zu, mein willenloser Freund. Die Agents besitzen eine Strahlkanone, die du manipulieren musst. Ich schicke dir jetzt ein Virus, mit dem du die Plasmakanone infizieren musst. Wird erledigt, Meister. Und los geht's. Schau dir jetzt die nächste Folge an.